Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Pokémon Y mit Balui hier auf diesem schönen, wunderbaren Spielplatz. Kann ich da wohl eine Runde schaukeln? Bitte! Tu es! Und jetzt hin und her! Ey! Schaukel gefälligst! Ach man, ist doch doof. Warum geht das denn nicht? Ja, bei der letzten Folge... Ey, da kann ich rutschen. Aber das muss gehen. Bei der letzten Folge waren wir hierher gekommen, um uns den Weg... Und... Hui! Yay! Nochmal! Das ist lustig. Hui! Nochmal! Okay, nein, jetzt nicht mehr. Wir gehen ja irgendwie hier jetzt in so einem komischen Wald. Das sieht sehr nach einem Dusterwald aus. Da ist ein Baumstamm. Ist da ein Item drauf? Wohl eher nicht. Aber hier gibt es neues Gras und komische Bäume. Alter, was ist das für ein Wasser? Das ist kein Wasser, das ist... Nein, das ist kein Wasser! Das scheint irgendein Schlammzeug zu sein, wo mich wilde Pokémon angreifen. Ein Morlord. Ich habe erst gelesen. Mordlord. Voldemortlord. Kein Plan. So, Draschel. Ey, jetzt, wo du vorne bist, kannst du dich gleich mal nützlich machen. Ich weiß, Mordlord sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Oder so ein Matsch-Pokémon. Wollen wir erstmal gucken, ob wir das so weit reduziert bekommen, dass wir den einfach fangen können. Warte, Feuerodem, eine Drachenattacke wollte ich schon immer mal sehen. Ja, ich glaube, meine Kugel hatte einfach ein Loch oder so. Oh nein. Ach, jetzt ist es schläfrig und pennt gleich ein. Ich sehe schon kommen. Warum immer ich? Aber das ist ein Mordlord, der wird wahrscheinlich Feuerattacke überhaupt nichts bringen. Das ist nicht sehr effektiv, war doch klar. Ja, schlaf du. Verschlaf einfach den ganzen Kampf. Du bist sehr nützlich. Nicht. Beißen es jetzt einfach nochmal. So lange, bis ich aufwache. Dreschel schläft tief und fest. Muss eh aufwachen. Kannst jetzt einfach mal ein bisschen auf die Nase kriegen. Wahrscheinlich kann dieses Pokémon, dieser Mordlord, nur Gähner, so wie das aussieht. Siehst du? Ja. Ihr habt jede Menge schöne Kommentare geschrieben. Anscheinend war ich wohl in der falschen Etage in dem Hotel. Da wurde ich wohl irgendwie missinformiert oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir dann irgendwann vielleicht da nochmal hin und nochmal gucken. Boah. Gucken, was wir da so finden können. Jetzt werfen wir erste Male einen Hyperball auf das Pokémon und fangen uns den Mordlord. Sieht gar nicht aus wie ein Mordlord. Bleibt denn wenigstens instant drin. Das würde mir viel Arbeit ersparen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Drinbleiben. Schön. So, Draschel erhält 1000 XP. Und Lucario kriegt auch ein paar XP. Das ist wunderbar. Aurasphäre. Was ist denn Aurasphäre? Erstmal kicken. Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß. Aura-Energie trifft in jedem Fall. 80er Stärke. Okay, wir gucken mal. Stärke war auch 80. Ego-Trip war... Ja, wir nehmen das. Was soll's. Ich hoffe, das war jetzt nicht so stark und ich habe wieder irgendwas weggenommen, was man hätte brauchen sollen. So, und für Mordlord gibt es einen Pokédex-Eintrag. Der lautet wie folgt. Mordlord, Wasser und Boden. Siehst du, mit Wasser war ich gar nicht so falsch. Dieses genügsame Pokémon ist sehr umgänglich. Beim Schwimmen stößt es immer wieder gegen Schiffe. Hä? Bist du blind oder was? Nein, du kriegst nicht den Namen Voldemort. Warum auch? Wobei, der hat auch keine Nase. Aber mich wundert gerade, dass da lauter Viecher sind. Hey, du! Sieh mir eine an, mein Trainer! Ja, hast du irgendwen anders erwartet? Madame Pokémon Ranger Elsa. Mit so einer Peitsche. Die Mieze will's wissen. Ah, nein, das ist ein Gift-Pokémon. Och, nö. Ja, und du kommst schläfrig in den Kampf. Es hätte doch jetzt ausschlafen können in den... Gift-Pokémon. Gift-Pokémon. Wartet. Kann sich nur um Stunden handeln. Gift war Boden und Psycho. Hab ich nicht. Ja, wir holen Lucario. Komm mal her. Zeig mal direkt, was deine neue Attacke kann. So, da habt ihr geschrieben, ich soll ja nicht das Geld für das Hotel ausgeben, die 100.000. Warum denn nicht? Ihr hättet es probiert, das bringt nichts. Vielleicht habt ihr das falsch probiert. Vielleicht... Darf man da erst hin, wenn man super mega heftig ist, so wie ich oder so? Keine Ahnung.
Yay, wir machen, komm, wir machen Mega-Entwicklung, aber weil die so geil aussieht. Dann werde ich immer wieder gefragt, Balui, wann kommen die Logok-Bilder? Die kommen, sobald ich mein eigenes Logok gemalt habe. Das habe ich aber bisher einfach zeitlich nicht geschafft. Ne? Chor und Weihnachtszeit und andauernd unterwegs und Tour und ich weiß, ist vielleicht alles gerade ein bisschen Ausreden klingt das vielleicht, aber es ist wirklich so, dass es im Moment zeitlich einfach nicht funktioniert hat. Aber ich denke jetzt zwischen den Tagen und Weihnachten und so sollte das wunderbar funktionieren, dass ich dann endlich die Folge habe, wo wir die Bilder haben. Wie gesagt, vorher starte ich auch keinen neuen Wettbewerb. Macht da mal keine Sorgen. So, Stärke machen wir noch einmal schnell, bevor der hier auf die Idee kommt, uns umzubringen. Und er wurde besiegt. Sehr schön. Lucario kriegt dick XP. Draschel müsste jetzt Level up sein, oder auch nicht. Und sie setzt Pyrole ein. Ja, wir wechseln natürlich zu Draschel, weil der muss ja noch ein bisschen leveln. So, da haben sich Puzzle und Miri bedankt, dass ich denen so tolle Sachen gegeben habe. Ja, so, so toll und Kaufkraft. Was ist das denn für eine coole Katze? Also ganz eindeutig zählt das zu den Katzen-Pokémon. Puzzle, ne? Ich weiß nicht, ob das auf der Liste war. Ich hab die gerade nicht vorliegend. Aber das ist ein Katzen-Pokémon. Das will ich haben. Könnt ihr mir mal verraten, wo ich das bekommen habe? Aber das scheint auch so ein Feuer-Pokémon zu sein. Gefällt mir ein bisschen besser als Logok, wenn ich ehrlich bin. Also, das würde ich mir... Hey, ich muss echt mir so ein Pokémon, so ein Katzenteam machen. Oder nur die ganze Zeit rumreisen und mit Katzen die Welt bereisen. Gibt es vielleicht von jeder Katzenklasse eine Sorte? Also Wasser, Feuer, Erde. Also, kann man da ein brauchbares Team zusammenstellen? Was richtig abgehen kann? Sehr interessante Frage. Könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen. Und wenn das so ist, dann... Gibt es sowas wie so ein Team-Zusammenstell-Generator oder so? Bei WoW gibt es ja einen Talent-Generator oder so. Vielleicht gibt es sowas in der Art ja auch bei Pokémon, mit Pokémons. Wäre lustig. So, Alter, die kriegen ja alle schön dick XP hier. Das funktioniert ja wunderbar. Augen auf heißt die Devise. Man weiß nie, was sonst so, was man sonst verpasst. Erstmal verpasst du, dass du gerade ganz viel Geld an mich verloren hast. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Links oder rechts? Links, ganz eindeutig links. Aber das muss ich jetzt durchs Wasser und werde, wollte gerade sagen, mit Sicherheit angegriffen. Wieder von dem Lord Voldemort. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Genau, ich habe einen Link bekommen, wo jemand geschrieben hat, also hier der Kreidak hat geschrieben, wo es einfach diese riesengroße Diskussion um das Thema um den Geist geht. Ich finde das eine sehr spannende Diskussion, muss ich ja mal sagen. Wenn die sowas, so einen Spoiler einbauen oder was auch immer das sein soll, dann wüsste ich auch schon gerne, was dahinter steckt. Aber vielleicht kommen wir ja irgendwann dazu. So, da hat der Puzzle geschrieben, Mammutell ist toll. Ja, ich habe es noch nie gesehen, außer da in der einen Situation halt heute. Gestern, vorgestern für euch. Balui, du bist ein toller Bettenmacher. Ja, ich fand das auch sehr lustig. Wir müssen noch die anderen Berufe ausprobieren, was man da noch so machen kann. Vielleicht ist das ja auch genauso lustig. Brigaron Level 48 und versucht Body Slam zu lernen. Macht das Sinn? Macht es Sinn, dass du Body Slam lernst? 85. Bodycheck war 90 zu. Ich denke, das Verhältnis. Aber ich kann auch Schutzstacheln verlernen. Ja, ich glaube, wir machen Schutzstacheln weg. Ah, oder die Nieten. Guck mal, die benutze ich gar nicht, die Nietenranke. Die machen wir weg, weil die ist wirklich schon mittlerweile sehr schwach im Verhältnis zu allem anderen, was ich so habe. Dann lernen wir lieber Bodyslam. Bodyslam. Und Draschel kriegt auch Level Up? Ne, heute mal nicht. Mist. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Da ist doch nur ein Ball. Lass mich aus dem Wasser raus. Was ist das denn für ein Wasser auch, bitte? Gab's, glaube ich, auch noch nie. Ein Riesenpilz. Was ist das? Was ist das? Baue einen Riesenpilz. Nee, nicht Pokémon. Ich wollte in den Beutel gucken. In den Bilbo-Beutlin-Beutel. Und zwar, wo ist er? Der Riesenpilz. Da. Ein großer und seltener Pilz. Liebhaber dieses Pilzes freuen sich ein Loch in den Bauch, wenn sie einen finden. Ach so. Ja, das scheint so. Entweder gibt es hier gleich so einen Typen, der das tauschen will gegen irgendwas. Oder es gibt ganz viel Geld. Das kann natürlich auch sein. Hä? Ich war doch gar nicht in dem tiefen Wasser. Trotzdem werde ich angegriffen. Ist das jetzt hier genauso schlimm wie... Was ist das? Viscora.
Was um alles in der Welt bist du? Eine Schnecke. Komm mal her, Lucario. Eine Schnecke? Was soll ich denn damit? Sehr seltsam. Ich habe vergessen, mein WLAN anzumachen, ne? Ist ja furchtbar. Und dann habe ich geschrieben, ob das okay ist, dass das so eine lange Folge war. Ihr habt geschrieben, ja, das würde euch jetzt nicht so stören. Ich habe vergessen, was der gerade gemacht hat. Ich warte einfach. Kann man nicht eine Runde aussetzen? Mist. Ich mache Aura. Genau, der speichert nämlich Energie und warte darauf, dass ich ihm ins Gesicht trete. Oh oh. Was war denn das? Die Attacke sah ziemlich cool aus, hat aber auch ein bisschen viel zu viel Schaden gemacht. Ach, was soll's? Who cares? Hallo? Hallo? Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Um das nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Prüfende Blicke? Ich soll dir nicht aufs Maul hauen? Nein? Was hast du denn Schönes für mich? Viscora, nochmal dieses Feuer-Pokémon, richtig? Nein! Och, der hat auch dieses Matschevieh. Viscora habe ich gerade erst gegen gekämpft. Wie kann man das denn so schnell vergessen? Es fängt an zu regnen. Ja, das tut es schon die ganze Zeit. Das geht mir auf den Nerv. Wen holen wir denn dafür mal? Komm her, Brigaron. Komm her und zeig diesem komischen Viscaron, was es kann. Dieser Moment, wenn Balui gegen eine Psycho-Pokémon ein Gift-Pokémon einsetzt, welches schwach gegen Psycho-Attack ist. Hallo, das war voll mächtig von mir. Ihr könnt das nur nicht richtig einschätzen. So. Kriegt Schaden. So, jetzt können wir mal unsere neue Fähigkeit Bodhislam einsetzen. Ach, das hat es auch gerade gemacht. Das sieht so schlecht aus. Da hätten sie echt was Besseres einfallen können, lassen können. Kommt vielleicht noch mit dem Patch. Ich glaube ja nicht, dass die sowas reinpatchen können oder so. Dein Talent weckt neue Kräfte in mir. Tja, und was habe ich davon, wenn es neue Kräfte in dir weckt? Man, geh weg. Das ist ein Item. Meins? Komm ich nicht ran. Das ist wildes Gras. Ey. Leute. Wisst ihr, wer das ist? Das ist doch die Geistdame, oder nicht? Ohne Witz, das ist doch die aus dem Hotel. Habt ihr das schon mal gecheckt? Seid ihr den Weg nochmal gegangen und seid ihr hier begegnet? Ich glaube, ich habe gerade mehr rausgefunden, als ihr alle jemals geschafft habt. In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir hier uns heute begegnen werden. Das muss der Geist sein, Ging. Guck, guck, guck! Oder ist das kein... Ist das nicht die Tante? Das könnte die doch sein, der Geist oder so in der Art, oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Ich meine wirklich, dass die das sein könnte. Sah doch so ähnlich aus. Jetzt bin ich gerade arg verwirrt, aber das hätte doch einer schon rausgefunden. Vielleicht vertue ich mich auch einfach. Vielleicht war einfach nur gleicher Sound und gleiches Aussehen. Aber ich glaube, hat das nicht auch gerade so... Hat die nicht auch so rumgeschwebt? Ah, auch ein Feuer-Pokémon. Okay, Feuer-Pokémon gegen Feuer-Pokémon. War klar, der hat ja eine Feuerpflanze am Kopf. Ich trottel. Ist egal. Komm, ich mach mal Sturzflug. Die habe ich noch nicht eingesetzt. Die wollte ich schon immer mal sehen. Kabum! Alter, sieht das geil aus. Ich wollte schon immer mal sehen, wie das aussieht. Leider kriegt Logok ein bisschen Schaden dafür. Initiative steigt. Ja, ich wechsle mein Pokémon natürlich wieder zu Drasche. Warum auch nicht? Ja, am besten kaufe ich mir Finsterbälle, Timerbälle und Flottbälle. Ja, ich werde mir alles kaufen. Dann habe ich von allem eine gute Auswahl. Hat die Miri geschrieben. So, okay. Apollo ist Geist. Geist ist schwach gegen. Wartet. Geist. XX plus plus da plus. Geist ist gegen Geist stark? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Unlicht. Unlicht hatten wir, glaube ich. Wer hatte denn Biss? Drescher hatte Biss. Aber es kann nicht kämpfen. Komm, probier es mal. Nicht töten. Schwach, wachst du jetzt mal auf. Nicht einschlafen hier bei so einem Kampf. Das ist wichtig. Tiefschlag. Gut, dass es nicht so viel Schaden macht.
Und es ist besiegt. Ha! So, verdient. Aber das war ein sehr schwacher Gegner. Also das gibt kaum XP für die Pokémon. Okay, kaum XP ist gelogen. Drasche kriegt gerade ganz gut XP. Aber der Rest? Okay, sehr schön. Du besiegst Carrie, Hexe. Was? Ich habe verloren? Wurde etwa das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Ich glaube, das ist wirklich nur eine normale Hexe. Oder? Nun bleibt nichts anderes übrig. Ich füge mich meinem Schicksal, wenn es so vorherbestimmt ist. Okay, ich glaube, ich habe mich vertan. Aber die sah aus wie der Geist. Guck doch mal. Die sieht genauso so verkorkst aus. Hm. Na gut. Dann eben nicht. Auch jetzt muss ich wieder diese Suppe latschen. Da ist man immer so lahm. Nur geh doch schwimmen da. Stell dich nicht so an. Durch dieses Wasser kann man also wieder nicht. Sag mal, veräppeln? Okay, wir reden mal hier mit der... Ey, bleib hier, komm, komm, wir kämpfen. Komm, zeig dich. Ha, wenn man mit der Natur eins wird, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Die verstehe ich auch, ohne mit der Natur eins zu werden. Nee. In der Story braucht man 5 Millionen Pokédollar, um dem Team Flair beizutreten. Hat das einer von euch geschafft? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn das einer von euch erreicht hat, 5 Millionen Dollar zu bekommen und Team Flair beizutreten. Auch wenn die Bösen sind, aber es gibt immer mal so Verrückte, die sowas ausprobieren. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich das gerne wissen und ob das was bringt. So, es fängt an zu regnen. Das kann wieder nur heißen, dass Wasser irgendwie eine höhere Volltrefferchance haben oder irgendwas immun sind oder so ein Schrott. Also irgendwas Negatives für mich auf jeden Fall. Und wie will ich... Also, ich bin schon gereizt, die 100.000 Dollar für eine Nacht im Bett zu bezahlen. Aber wenn ihr alle schreibt, nein, das ist gefährlich. Nee, ich habe sowieso so wenig Geld. Ich glaube, da achte ich lieber drauf, dass ich mir ein paar Bälle kaufe. Ganz viele bunte Bälle, weil damit ich auch schön viele Pokémon fangen kann. So, Quaputzi ist schon mal platt. Hat sich ausgeputzt. Gibt XP für alle. Und ersetzt Scharfax. Könnte auch ein Wasser-Pokémon sein. Wir holen aber Drasche nach vorne, damit es schon noch ein bisschen levelt. Aber Drasche ist schon wieder halb besiegt. Und Scharfax ist jetzt was? Ja, ich sag doch, so ein... Aber es ist ein... Ein komisches... Was weiß ich, was das ist. Es könnte ein Pflanzen-Pokémon sein, bin aber nicht sicher. Okay, komm her, Lobok. Wir probieren dich. Merkt ihr eigentlich, dass ich Serapendra nicht besonders oft einsetze? Ist euch das schon mal aufgefallen? Könnt ihr... Ach, ist ein Drache. Stimmt, Feuer. Ja, okay, dann... coole Animation. Ich bin mit Serapendra einfach noch nicht zufrieden. Das würde ich eher rausschmeißen im Moment, als Lucario. Ehrlich, ohne Scheiß. Überlegt euch was. Was machen wir? Erstmal machen wir die Mega-Entwicklung. Und Feuerfeger. Ich finde, die sollten jedes Mal, wenn ich die Mega-Entwicklung mache, so eine coole Musik dabei machen. So. Oder irgendwie so in der Art. Ja, dass das nicht sehr effektiv ist, weiß ich jetzt auch. Oh nein, jetzt wird es wieder... Was heißt es denn, wenn ich auf Verhöhner reinfalle? Das soll mir doch egal sein. Kann mich verhöhnen, so viel er will. Komm, wir machen einen Sturzflug noch. Das sah so cool aus, das will ich nochmal ausprobieren. Besiegt. Easy peasy. Brauchen daran Pokémon. Ja, ich weiß, kriege ich ein bisschen Schaden. Gibt es für Logok auch ein Item, was ihn jedes Mal heilt, wenn er irgendwie im Kampf ist? Das wäre auch cool. Dann würde ich ihm das geben. Da kann er immer Sturzflug machen und kriegt dann halt zusätzlich noch Krakelo. Ja, das ist bestimmt eine Krake. Bäh. Ein Wasser-Pokémon, wollte ich sagen. Und wie jeder weiß, Wasser-Pokémon und Pflanzen vertragen sich nicht so gut. Richtig? Was ist das? Das ist eine laufende Jukebox. Guckt euch mal die Ohren an. Ist doch so, oder? Krakelon. Alter, wieso heißt das? Das sieht nicht nur aus wie eine Krake. Die haben wieder Pokémon hier ins Spiel gebracht. Alter Schwede. Ja, beiß mich. Beiß mich und ich beiß zurück, Freundchen. Das ist nicht effektiv. Und du kriegst Beulenhelm-Schaden. Du kriegst mehr Schaden, als du mir zugefügt hast. Meinst du, das hat sich jetzt gelohnt für dich, oder was? Egal. Zack,
Kraklun ist besiegt und es gibt wieder schön XP für Draschel, erreicht Level 37 und versucht Zen-Kopfstoß zu erlernen. Ja, was kann man dafür vergessen? Jetzt mal gucken, was das ist. Ah, das ist eine Psycho-Attack. 80 und 9. Anwender konzentriert seinen Willen, rammt das Ziel dieses Schreck eventuell zurück. Sehr nice. Was können wir denn dafür wegmachen? Biss war 60, Kopfnuss ist 70, aber hat keine Spezialität. Glut ist 40. Okay, wir machen Glut weg. Das lohnt sich ja gar nicht. Dann behalte ich lieber das neue Psycho-Zen-Kopfstoß. Wieso hat dieses Drache-Pokémon eigentlich so dermaßen viele verschiedene Fähigkeiten? Oh, Serapendra kann Toxin erlernen. Endlich mal was Sinn macht. Ja, wollen wir Gift lernen. Was ist Gift denn? Toxin. Vergift das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. Da würde ich sagen, machen wir Giftschweif dafür weg. Oder Zerschneider. Aber nein, kannst du nicht. Nein, muss er selber sein. Quetschwalk ist meine einzige Käferattacke. 65. Nee, wir vergessen Giftschweif. Weil anders kommen wir da ja anscheinend nicht dran. Und lernen Toxin. Und ich besiege Romeo. Wie stark du bist, kannst du am Gesicht deines Pokémon ablesen, wie stark du bist, kannst du am Gesicht deines Pokémon ablesen, was es gerade denkt. Natürlich. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Pokémon sehr stolz auf mich sind. Genau wie meine Zuschauer, hoffe ich zumindest. Also, liebe Freunde, ihr habt ja ein paar Aufgaben gekriegt von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge Pokémon Y. Haut rein, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen, gute Nacht, guten Tag und was weiß ich auch immer.